Wie es gewünscht war, machen wir heute mal ein bisschen die Siedler Online auf dem Handy. Damit die ganzen Lügen, die mittlerweile so im Forum rumkursieren, endlich beiseite geschoben wird. Denn spielbar ist dennoch was anderes. Legen wir mal los. Ab in den Querformat ist irgendwie besser. Für alle die gleich meckern, es ist eine scheiß Qualität. Nun ja. Das Handy mit der besseren Kamera, das seht ihr gerade. Zwei davon waren mir doch zu teuer. Das heißt, jetzt mal warten. Nebenan, das Handy ist momentan auf WLAN geschaltet. Wer sich fragt, warum leuchtet das da rot? Das Akku war leer, ich habe aufgeladen. Nur noch eine Frage der Zeit. Ja, ich habe ein Mikrofon angesteckt. Deswegen höre ich mich so an. Das ist noch zu leise. Ihr hört ja gar nichts. Moment. Oder? Nee? Noch nicht? Nee. Machen wir an. Ja, dieses schöne Vogelgezwitscher. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Aber das geht bei mir deutlich schneller auf dem Handy als auf dem PC. Seltsamerweise. Und jetzt merkt ihr schon, was ich meine. Treffen ist dort nicht so einfach. Laden wir erstmal weiter im Hintergrund. Ne? Komm. Das meine ich mit spielbar. Spielbar ist was anderes. Hat zwar geklappt, aber jetzt kommt der nächste OK-Button und der wird eine Herausforderung. Los, Chaka! Ne? Ne? Hat sie. Das mochte das Spiel mal wieder gar nicht. Man merkt ja einfach eindeutig, dieses Spiel ist nicht für mobile Geräte gedacht. Und schwuppdiwupp, schmeißt es mich auch schon raus. Ah, lass mich noch drin. Naja, das Sound funktioniert schon mal. Ja, das, meine Damen und Herren, das ist ein Timeout von den Servern von Siedler Online. Versuchen wir es nochmal. Diesmal gehen wir direkt in Vollbildmodus. Fehler meinerseits. Da passt sich das mich gleich auf dem ganzen Bildschirm an. Bisschen näher ran. Erkennt tut man trotzdem nichts. Vom Display auf dem Handy sieht es toll aus, nur die Kamera vom alten Handy ist halt nicht so besonders. Vom Ablesen her der Schrift. Perfekt. Wenn ihr das jetzt nicht so seht, also ich konnte es direkt ja sehen, da konnte man es perfekt ablesen. Jetzt warte ich mal, bis alles fertig ist. Ja, wagen wir es mal. Boah, es ist weg. Und der nächste OK-Button, jetzt wird's interessant. Der ist auch weg. Wahnsinn. Im Vollbildmodus geht's ein Ticken besser, das ist mir schon aufgefallen. Jetzt versuchen wir mal, diese dumme Leiste wegzukriegen. Das funktioniert wieder nicht. Der Button ist dann doch zu klein.
Vielleicht seht ihr ja jetzt schon ein bisschen was, was ich gemeint habe mit, das Spiel ist zu groß. Ich meine nicht von der Größe her. Ihr seht ja den Bildschirm. Da haben wir das Menü. Aber da geht's eigentlich noch weiter. Und das sehe ich gar nicht. Und ich kann es auch nicht herziehen. Der Chat, er funktioniert normalerweise, keine Ahnung warum nicht. Man sieht auch, er ist viel zu groß. Jetzt lädt er so langsam. Er funktioniert auf jeden Fall. Aber er verdeckt alles. Und man kann ihn auch nicht wegmachen. Wie gesagt, spielbar ist was anderes. Man sieht ja das die Hälfte nicht. Und Arrivederci, die Server wieder hängen geblieben. Als kurzes Fazit, es sieht so aus, als wird es bald gehen. Vielleicht mit der nächsten mobilen Generation von Handys oder wenn die da ein bisschen anpassen. Ich kenne zum Beispiel ein anderes Spiel, das ist von, ne, keine Ahnung wie, das nennt sich Pocket Empires oder Imperius. Das hat einen eigenen Client dafür, das funktioniert wunderbar. Siedler Online? Leider nicht wirklich. Das konnte ich mir jetzt einfach nicht nehmen lassen, das einmal auch hier auszuprobieren. Ob es hier besser funktioniert, ist die Frage. Aber man merkt hier schon allein den deutlichen Unterschied zur mobilen Variante. Oben sehe ich zum Beispiel also Siedler Online Logo. Es ist einfach komplett was anderes. Gut, vergessen wir das. Die ganzen Sachen auf dem Handy war wirklich, lag eigentlich darin. Weil bevor diese Anfrage kommt, seht ihr immer dieses Play-Zeichen. Der Computer lässt es da, das Handy ist immer ein bisschen schneller und macht es gleich weg. Naja, egal. Vielleicht funktioniert das irgendwann später. Aber noch ist es nicht der Fall. Ich hoffe, ich konnte euch alles zeigen, was ihr so sehen wolltet. Und wenn nicht, spammt das Forum voll oder die Comments.